Moin YouTuber, ist der Burst-Film aber Mega Man 2 auf dem NES. Wir sind in Dr. Wily Stage Nummer 3 und wir legen los. Oh nein, das war jetzt uncool. Kommen wir da irgendwie hoch? Na egal. Scheiß drauf, geht halt weiter. So, aber Sachen müssen wir noch auffüllen. War hier so allerlei Kram. Das hier einmal. Machen wir noch das hier voll. So. Mal den P-Buster wieder rein. Wuhu! Und ab in die Grütze! Ja. Wir sind in Dr. Wilys Abwasserkanal. Hier kommt ein großer Fisch raus. Genau, müsst ihr aber eigentlich nicht beachten. Hier kommt auch noch ein großer Fisch raus, aber ne, ihr seht, scheiß drauf. So, hier haben wir wieder Todesstacheln an der Decke. Und genau, das ist eine fiese Stelle. Es kann sein, dass ich jetzt hier abkacke. Also, springt hier runter und müsst euch jetzt links halten gleich. Und nochmal links halten. Genau. Und ich komme gut durch. Perfekt. Ah, herrlich. Hat perfekt geklappt. Relativ schwieriger Part, meiner Meinung nach. Und hier rechts halten. Relativ schwieriger Part. Weil lenkt man da zu früh ein. Ja, wird man einfach getroffen und fertig. Oh, cool. Ich glaube, den Flashbuster brauche ich jetzt gerade nicht. Das ist okay. Okay, und wir sind auch schon beim nächsten Boss. Leute, echt, das geht hier so gut voran. Der hat eine Anfälligkeit und zwar gegen... Oh, fuck, Leute, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube Bubble Mans Waffe. Ihr müsst hier relativ schnell auf den Panzer rauf. Weil, wenn ihr unten seid, schießt er so Helmies. Hier, genau, seht ihr. Ah, und er ist besiegt. Das war's schon. Leute, Dr. Wily Stage Nummer 3 in einer Top-Zeit geschafft. Wuhu! Oh Gott. Ich spiele ja immer ohne Uhr, aber das muss ja wirklich... Also, ich glaube, das ist der schnellste Part, den ich jemals gespielt habe, oder? Ich werde das aber trotzdem, auch wenn der Part jetzt so fix ging, nicht abändern. Das wird ein Part bleiben. Und, wir treffen uns jetzt genau beim nächsten Mal wieder in Dr. Wily Stage Nummer 4. Bis dahin, wir sehen uns.